Ja, spannend ist, dass man feststellt, dass man dann nichts mehr braucht. Irgendwie, das hört auf, das brauchen zu wollen, das Wissen. Ich habe das Gefühl, da ist alles Wissen. Da ist alles zutiefst in Ordnung, im Frieden und so eine Bedürfnislosigkeit zeigt sich da für mich. Blöd, wenn man dann wieder ein Bedürfnis bekommt. Ja, scheint dann so, oder? Und das wird dann getragen. Irgendwie verbindet sich da was. Ja, also man wird da auch ganz viel Bedürfnis gestillt, ja, würde ich sagen. Weil das ist das Bedürfnis, das wir eigentlich haben, das kennenzulernen. Und ein Bedürfnis nach Wasser, ja, okay. Wenn es da ist. Und wenn es nicht befriedigt werden kann, das Bedürfnis, was gerade auftaucht, dann wird es spannend, was passiert dann eigentlich. Oder wenn Bedürfnis nach Wissen auftaucht, stellt das kein Problem mehr dar. Sonst habe ich das Gefühl, dass das sofort problematisch alles werden kann, Wissen wollen oder Bedürfnisse zu haben. Und dann darf das sein, ohne dass das problematisch wird. Also, betragen. Spannend. Ich meine, wenn jetzt ein Bedürfnis nach Wissen wollen auftaucht, könnte es ja durch eine gute Frage beantwortet werden. Aber es muss auch nicht befriedigt werden. Es kann auch wieder einfach absehen. Und das ist auch Teil der Freiheit, die entdeckt werden kann, ja? Dass das auch alles auftauchen kann. Und selbst wenn dann mal ein Bedürfnis auftaucht, auch eins, das nicht befriedigt wird. Der Raum dadurch beeinträchtigt? Nee. Oder ist es möglich, sogar gerade in dem, selbst im Spüren dessen, dass ein Bedürfnis nicht befriedigt wird, immer noch diesen selben Raum zu entdecken? In der Bereitwilligkeit, sogar tatsächlich auch in dieses Bedürfnis mit hineinzuspüren. Gerade so wie in den rechten Daumen oder den linken kleinen Zeh oder kannst du sogar in ein Bedürfnis genauso hineinspüren. Und dasselbe Bewusstsein entdecken. Ja, ich würde gerne was. Das ist vielleicht auch ein bisschen auch, warum reden vom Ganzen, oder? Ja. Im schönsten. Ja, klingt einfach gerade sehr tiefenentspannt. Genießt das einfach. Ist auch gut. Es muss nicht sofort wieder irgendwie das nächste Bedürfnis oder auch nur die nächste Idee von einem Bedürfnis betrachtet oder gelöst werden. Ist auch gut. Alles zu seiner Zeit. Und die sogar auch zu erlauben, einfach das weichspülen zu lassen und zu genießen. Sogar die Idee, dass wir das überhaupt in Worte fassen müssen. Das ist halt letztendlich ist das ja nur etwas, was jenseits von Worten ist. Und die Worte, die sind auch schon fast wieder nicht zu viel, aber begrenzt. Also was vielleicht so ein bisschen dazu passt oder auch nicht, aber ich tappe da auch wie in so eine eigene Falle, dass jetzt zum Beispiel Raum erfahren wurde oder entdeckt wurde, wie du es auch gerade gesagt hast, kann Raum entdeckt werden und auch schon so manch anderes Mal und auch manche und auch irgendwann mal so groß, so stark, dass sogar mit offenen Augen ein Raum wahrgenommen wurde, gefühlt wurde, ich könnte fast sagen gesehen wurde, obwohl man den nicht sehen kann, aber und dennoch entdecke ich ihn auch hin und wieder nicht und das ärgert mich dann irgendwie oder ich will das dann halt. Also ich kann dann auch nicht sagen, ist der dann trotzdem da oder sowas?
weil der ist dann in dem Moment eben nicht da. Stimmt das wirklich oder ist das nur die Erfahrung in dem Moment? Die Erfahrung. Ja, und die Erfahrung in dem Moment, wo der Raum nicht da zu sein scheint, klar, ist die Erfahrung, dass du mit irgendwas anderem so sehr beschäftigt bist, dass das deine volle Aufmerksamkeit zieht, ja, oder bindet, könnten wir sagen. Ja, und dann kannst du den Raum nicht wahrnehmen. Aber in dem Moment, wo er wieder zugänglich wird, und bisher ist er irgendwie dann doch immer wieder zugänglich geworden, ja, in dem Moment, wo er wieder zugänglich wird, ist es dann wie, oh, jetzt ist er gerade von irgendwo hergekommen oder gerade entstanden? Oder ist es mehr wie, dann entdeckst du, dass er eigentlich schon da ist? Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wenn du den Raum fragst, wenn du ihn gerade entdeckst und wenn es klar ist, wenn du ihn einfach mal fragst, bist, kommst und gehst du oder bist du immer da? Ja. Mhm. Das ist auch eine Frage. Aber was willst du sagen? Welche Qualität hat er? Hat er eher diese wahre Qualität von dem, dass er da bleibt? Oder sagt er, ich bin weg, während du mich nicht erfährst? Nee, das Erste. Ja. Es ist dann nur so... Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist wirklich ein Geschmack von... Und ich will da überhaupt gar nicht verleugnen, dass der manchmal überhaupt nicht gesehen wird. Und er muss auch nicht die ganze Zeit gesehen werden. Aber das ist, wenn du sozusagen das Absolute fragst und das Absolute sagt dir, ich bin immer da, in diesem Geschmack von wirklicher Sicherheit, das ist keine mentale Sicherheit. Ja, ja. Das ist wirklich ein Geschmack von, ja, von Wahrheit. Und das ist eine echte Überprüfung. Ja. Und das, da gibt es tatsächlich schlicht und einfach auch eine Ebene von Wissen, ja, die auch eine Qualität dessen haben kann oder etwas sein kann, worauf du dich in gewissem Sinne verlassen kannst dann in solchen Momenten. Ja, die Tendenz ist tatsächlich, wie du ja auch sagst, tragischerweise würde ich mal vermuten, funktioniert es eher genauso gerade nicht. Dass je mehr du dich dann darüber ärgerst, dass der Raum nicht zugänglich zu sein scheint, je mehr du das gerne los sein willst, dass du gerade leidvoll mit irgendwas anderem verheddert bist. Ja, oder sogar mit dem Raum haben wollen. Ja. Also das ist dann das Thema. Kann eine leidvolle Verstrickung werden. Ja. Ja? Aber wie wäre es, schlicht und einfach mal anzunehmen, okay, du könntest selbst in so einem Moment dich einfach mal darauf verlassen, dass du das eigentlich weißt. Selbst wenn es gerade überhaupt nicht so scheint. Selbst wenn gerade alle Sinne suggerieren, du hättest eine grüne Gummihand. Ja? Selbst wenn gerade alle Sinne absolut sicher sind, dass du voll im Leiden verstrickt bist und es diesen Raum überhaupt nicht gibt. Könntest du trotzdem einfach mal annehmen, naja, jetzt scheint das gerade so, die Sinne erleben das gerade so, die Emotionen, die Gedanken. Vielleicht gibt es diesen Raum trotzdem, einfach weil ich es weiß. Einfach weil ich es schon ein paar Mal erfahren habe und überprüft habe. Gehe ich mal davon aus, dass das sein könnte, dass ich mir erlauben kann, einfach mal abzuwarten, ob der sich nicht wieder zeigt. Vielleicht möglicherweise dann sogar in einer leichter zugänglichen Bereitwilligkeit, währenddessen einfach mal das zu erleben, was du gerade erlebst. Im Vertrauen darauf, dass auch das vorbeigehen wird, höchstwahrscheinlich. Wie wäre das? Gut. Entspannt, auf jeden Fall. Ja. Und wie du weißt, es geht uns nicht darum, irgendwie zu sagen, oh, es gibt nur diesen Raum, die Erfahrung ist gar nicht wirklich. Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. Es kann dann mehr Bereitwilligkeit geben, zu erleben, was du erlebst und herauszufinden, ob sich dieser Raum nicht eh einfach wieder zeigt oder als tatsächlich zuverlässig erweist. Als das, was Bestand hat, während all das, was du erlebst und sogar auch voll erleben kannst. Und nochmal, es gibt eine klassische Metapher dazu, das ist diese Metapher der Fata Morgana, ja? Kennst du vielleicht. Ja, wenn du Fata Morgana in der Wüste siehst, dann ist so die Tendenz erstmal zu glauben, oh, es ist wirklich. Und ich laufe hin und will das Wasser trinken und ich habe nur Sand im Mund. Ja? Wenn ich weiß, es ist eine Fata Morgana, wenn ich es genug weiß, ja? Am Anfang denke ich, Fata Morgana habe ich schon mal kennengelernt, oh, könnte ja doch recht echt sein. Und dann gehe ich nochmal hin und wieder habe ich das alles voll, den ganzen Mund voller Sand. Ja? Irgendwann weiß ich, es ist nur eine Fata Morgana. Das heißt nicht, dass sie nicht auftaucht. Sie taucht nicht, auf. Dass sie nicht wirklich scheint. Ja? Und sie scheint wirklich. Und trotzdem gibt es dann ein tieferes Wissen, dass es eben nicht wirklich ist und dass es kommt und geht. Ja? Und je mehr du diesen absoluten Raum fragst und dich sozusagen wie mehr und mehr das erleben lässt oder dich erlebst als dieses Absolute, desto mehr wird das gestärkt, dass du weißt,
das, was da jetzt kommt, okay, auch die Verengung, die darf kommen, darf sogar kommen. Warum nicht? Eine Fata Morgana hat was Schönes. Warum darf sie nicht mal richtig ärgern und richtig verengt sein, ja? Aber es kriegt eine andere Qualität, ja? Wie, keiner von euch hatte wirklich ein Problem damit, heute Morgen eine grüne Gummihand zu haben, oder? Wenn ihr geglaubt hättet, das könnte echt jetzt eure Hand geworden sein, hätte das möglicherweise anderes auslösen können, oder? Ich stell dir vor, dieses komische Ding da, diese ausgestopfte grüne Gummihand, wäre jetzt wirklich deine gewesen? Wäre das nicht schon ein bisschen spukig gewesen? Hätte er emotionale Reaktionen auslösen können, oder? Bis hin zu Panik. Panik. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie weißt du, okay, die Sinne suggerieren das. Das sieht so aus, das fühlt sich so an. Aber du weißt es doch besser. Ja. Nee, was wenn das mit diesem Raum und all dem, was darin erscheint, ähnlich sein könnte? Und was wäre, wenn du ganz bewusst sogar die Verengung wieder einlädst? Ja? Dass du sagst, okay, wenn sie kommt, willkommen. Dann kann das sogar Spaß machen, eine grüne Gummihand zu erfahren, oder? Ja, das ist, also was daran gut ist, ist ja genau das Umgekehrte. Also jetzt, was du auch gesagt hast, das andere eben sogar regelrecht einladen. Also ich renne dem ja dann hinterher. Ja. Also ich will diesen Raum wieder wahrnehmen, ich will den schmecken, also ich will den halt haben. Ja. Und das funktioniert halt irgendwie nicht. Und so rum geht es auch nicht. Du willst haben, leider. Du bist. Genau. Aber du willst nur begleitet werden. Sein oder wie klein, damit du ihn haben könntest. Ja. Oder ist es eher andersrum? Ja. Es ist mehr wie, du öffnest dich dem oder gibst dich dem, als dass du den haben kannst. Ja. So rum stimmen die Proportionen, würde ich behaupten. Und in dem Sinne ist auch selbst Raumhaftigkeit eigentlich nur ein Geschmack von dem, was sogar nicht mal benennbar ist, ja, und nicht fassbar ist. Ja, vielleicht, ich finde, es ist eine der sozusagen essentiellen Qualitäten, aber es ist auch nicht Raum. Ja, ja. Es ist nicht mal Raum. Ja. Oder weiter als Raum. Und oftmals geht der Zugang dahin gerade eher in der Bereitwilligkeit, dich auch dem zu öffnen, was auch immer gerade erlebt wird, was stattdessen erlebt zu werden scheint gerade. Ja. Ja. Die Erfahrung hast du auch schon gemacht, ja. Ja. Süß. Ja. Was ist gerade dann? Ist gerade in der Bereitwilligkeit, den Raum zu verlieren, alles zu verlieren oder dass sich das kriegt, was gerade da ist, dass sich damit auch der Raum wieder kriegt. Das ist unglaublich. Weil dann ist es auch ganz leicht, so gesehen. Total, das Allerleichteste. Also dann ist es jetzt. Ja. Oder zumindest das Allereinfachste, ja. Und tatsächlich eigentlich auch das Allerleichteste. Selbst wenn es manchmal schwer scheint, einfach im Sinne von, weil das eben erfordert, das zu verlieren, was du so unbedingt zu brauchen oder zu wollen glaubst und dich von dem kriegen zu lassen, was du glaubst, unbedingt vermeiden zu müssen und was womöglich Angst oder Verzweiflung oder Wut oder was auch immer an schmerzhaften Gefühlen auslöst. Ja, das ist die Schwierigkeit darin, aber das ist auch schon die einzige Schwierigkeit. Alle weiteren Komplikationen bestehen nur in all den Vermeidungsstrategien. Oder all den Strategien, das zu bekommen, was du glaubst zu brauchen oder zu wollen. Sonst, das ist sehr einfach. Das Allereinfachste. Und sehr entspannend, haben. Und Freude ist eine andere Qualität von diesem Raum. Ja. Diese grundlose Freude. Mhm.
Nun ist der Tod ja scheinbar eine Fata Morgana, wo ich nicht so gerne hinrenne. Eine Fata Morgana, wo du nicht so gerne hinrennst? Ja, wo man lieber wegläuft. Wo ne? Die meisten lieber weglaufen. Ja. Und auch die kann überprüft werden, ja? Und da sind auch solche Fata Morgana oder Gespenster gute Metaphern. Hm? Ja, manche jagen dich halt durch die Wüste. Ne? Aber fällst du auch hin und landest im Sand. Oder Fresse voll Sand. Es ist bereit für dich, stehen zu bleiben und zu schauen, ob es direkt durch dich durchgeht. Was dann passiert. Unterschiedliche Worte dafür. Früher für mich war immer so das tiefe Tal, so das zu vermeidende. Aber je öfter ich denn aus diesem tiefen Tal wieder rausgekommen war und ich mal wieder in einem steckte, dann wusste ich also, nicht so schlimm, es wird wieder anders werden. Es geht wieder aufwärts oder es wird wieder anders werden. Und, ja. Und in diesem Wissen konnte das dann leichter ausgehalten werden, was dann auch immer war. Ja, es ist ein sehr erleichterndes Wissen, das Wissen um die Vergänglichkeit, auch von Leiden. Ne? Alles kommt und geht. Schöner auch, solches Werkzeug zur Hand zu haben und solche Übungen und solche Erfahrungen, die sich wieder zurückgegenwärtigen. Das ist auch eine große Hilfe. Und wie gesagt, jetzt in Bezug auf das Thema Raumwahrnehmung und so, und wir haben ja auch viel mit den hypnotherapeutischen Elementen, arbeiten wir ja auch immer wieder damit mit inneren Räumen, ja. Wir hatten ja auch zum Beispiel die, wo ist mein schlechtes Gewissen, oder dieser Antreiber, dieses Über-Ich, ja, wo aus spricht das, ja, viele war das dann von oben, oder überhaupt, dass unsere Gedanken im Kopf sind, einfach sozusagen Bewusstsein dafür, wo ist eigentlich die Verortung von Themen und von Erfahrungen, ist einfach spannend. Das ist einfach eine Art von Wahrnehmungsschulung. Ja. Ich meine, es ist spannend, einfach ein Thema mal zu nehmen und es an einen anderen Ort einfach immer wieder näher zu tun. Ja. Und dann ändert das Leidensmuster von jetzt auf gleich. Wie, was wäre dir denn, wenn ich die Aufgabe, die ich da vor mir habe und die so groß ist und ich bin so klein, wie wäre es, wenn ich sie einfach mal nach rechts stellen würde? Schlicht und einfach körperliches Bewusstsein, Bewusstseinsfeld. Wie gesagt, Eckhart Tolle empfiehlt das als Zugang. Ich bin gerade total berührt immer noch von dieser geführten Meditation und von diesem Erleben von Weite und wie still das da drin ist. Also, dass da wirklich einfach alles und nichts drin enthalten ist. Das ist so, dass es da wirklich keine Worte für gibt. Ich meine nicht, dass es wirklich neu ist, aber es berührt mich gerade einfach nur wieder ganz, auf einer ganz tiefen Ebene. Das ist uralt und wir können es immer neu erfahren, immer weiter erfahren. Ja, und es ist das, womit ich arbeite natürlich auch. Also ich kenne es total und jetzt aber gerade in dieser Erfahrung war das nochmal
nochmal, als wenn sich noch mehr Raum auftut sozusagen. Ja, das ist zugleich das Allervertrauteste und Natürlichste und völlig frisch und neu und unbekannt. Ja, und total ruhig. So, es gibt nichts zu tun. Ich habe mich gewundert, als diese Meditation mir kam, sozusagen, kam ja auch erst vor einer Woche oder so, ist das möglich? Ich dachte so, ja, wow. Ein neuer Geschmack. Ja. Oder nicht derselbe Geschmack, nochmal anders. Ja. Und es ist eine schöne Umarmung, die dann stattfindet. Mhm. Alles ist in diesem Raum. Es ist wie eine riesige Umarmung. Mhm. Brauchen wir uns nicht mal physisch umarmen. Knutschen wir uns schon so. Das war auch ein ganz liebevolles Gefühl für diesen Raum hier. So. Und ja. Der sich dann auch wieder weiter aufgetan hat, der dann auch keine Begrenzung mehr hatte. Mhm. Und dann hat sich die Umarmung noch weiter ausgedehnt. Also dann habe ich aufgehört, das verfolgen zu wollen, wenn es aufhört. So. Mhm. Einfach müßig, das noch weiter verfolgen zu wollen. So. Das Universum dehnt sich aus. Ja. Und das Universum, meine Erfahrung, findet das in diesem Raum statt, auf eine merkwürdige Art und Weise. Ich meine, es ist fast nahezu komisch, das zu sagen, als wenn, ja, aber es ist, das kann der Geschmack sein, dass das ganze Universum in diesem Bewusstseinsraum stattfindet. Ja, und dann auch im kleinen Zeh oder im großen, im Daumen oder sonst wo, überall. Das hast du jetzt angerichtet mit der Meditation, wir haben nichts mehr zu sagen. Ja. Wir verweilen nur noch im Raum. Wenn er jetzt schon mal spürbar ist. Das ist die beste Informationsveranstaltung. Keine suchenden Fragen. Thank you.